Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Dawn of Mana. Im letzten Part haben wir Stroud besiegt, unseren Bruder, und Anilis ist aufgestanden und will die Welt jetzt in vollkommen Chaos stürzen. Und ja, auch wenn ihr wieder denkt, boah, was kommt jetzt für ein Geschwurbel? Ja, ich habe Timeline-Geschwurbel am Start. Wow. Ich habe Timeline-Geschwurbel am Start. Denn ich denke, weil es ja halt war, am Anfang wird ja von den reden die Elementargeister ja von einer Geschichte, die schon lange zurückliegt. Okay, hier einmal ein Kreis. Okay, alles klar. Ja, tatsächlich. Nethermans Salon of Distortion. Okay. Das wird ein langer Gang hier wieder. Die Mana-Geister reden ja am Anfang in der Vergangenheit, ne? Die erzählen uns die Geschichte. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Teil, das, was ihr hier seht, lange vor Mystic Quest, Secret of Mana und Trials of Mana spielt. Und ich glaube tatsächlich, dass Stroud der böse König ist, der über Marmolia herrschen will, den man bei Trials of Mana am Ende besiegen muss, als Final Boss. Weil es gibt ja bei Trials of Mana, ist ja so, dass man drei verschiedene Final Bosse hat. Einmal hier, die Drachenherrscher, Thanatos, und ein König, der auch über Marvolia herrschen will und über die ganze Welt und so weiter. Und ich glaube, die haben in Trials of Mana tatsächlich King Stroud versucht, jetzt im Leben. Ich muss mal gucken. Ich muss meine Quellen überprüfen. Denn ich glaube, dass tatsächlich, dass das, den wir am Ende von meinem Let's Play von Trials of Mana Remake bekämpft haben, dass das Stroud war. Ich muss das nochmal überprüfen, weil die sehen ja schon recht ähnlich mit dem weißen Haaren und so weiter, ne? Ich glaube, das ist der tatsächlich. Das soll der tatsächlich sein. Es wäre auf jeden Fall. Ja, ich weiß, es ist viel Geschwurbel, ne? Viel Geschwurbel, aber ist das nicht. Könnte das sein? Aber das ist noch den Generator zerstören, der geht mir auf den Sack. Könnte das sein? Gut, weg vom Timeline-Geschwurbel. Wir haben den letzten Part Stroud besiegt. Und haben jetzt ein weitaus größeres Problem, denn Rizia ist böse geworden zu Anis und die will die Echos vom Mana-Baum lösen und in der ganzen Welt verteilen. Das heißt, jetzt beginnt die wahre Zerstörung erst. Was ihre Beweggründe sind, werden wir hoffentlich auch erfahren. Hoffentlich. Was wir jetzt erstmal machen, ist wieder ein bisschen leveln. Hoffentlich. Es geht jetzt aufs Finale hinzu. Ich glaube, das werden nicht mehr zwei, drei Parts. Ich gehe stark davon aus. Ja, King Stroud war ein interessanter Boss. Dementsprechend. Weil wir sind ja eigentlich der Bruder, ne? Der Stroud war der König von Lorima. Der neue König. Und eigentlich müsste Keldi jetzt der neue König von Lorima sein, ne? Ist das so? Könnte das sein? Das wäre auf jeden Fall cool, wenn wir am Ende Keldi als König von Lorima haben. Wobei ich aber auch schade finde, weil eigentlich die ganze Familie ist tot von Keldi. Die Ziehfamilie, das ganze Dorf, alle tot. Selbst Rizia ist nicht da. Der Einzige, der nur auf unserer Seite ist, Fey. Aber was bringt halt ein Königreich ohne Volk? Was soll er in Lorima? Was soll mit Keldi Lorima? Der ist halt sein Leben lang in woanders aufgewachsen. Das ist halt nicht mehr existiert. Das Dorf ist zerstört. Das Dorf ist zerstört. Und ja. Es ist ziemlich merkwürdig. Ich empfinde es eigentlich hier als ziemlich merkwürdig, weil gerade es sieht aus, als wenn wir hier irgendwie an der Wand entlang laufen oder so. Naja, auf jeden Fall. Was bleibt uns noch? Wofür kämpfen wir eigentlich? Das ist halt die Sache, denn wir kämpfen eigentlich nur noch darum, dass wir die Welt nicht mehr zerstört haben wollen, ne? Das ist das Einzige, wofür wir noch kämpfen. Für den Weltheil. Um Anis aufzuhalten. Oder eventuell vielleicht noch Rizia zu retten. Die von Anis bemächtigt wurde. Schwierig, ne? Schwierige Situation, in der wir uns gerade befinden. Naja. Gut, gut. Und ich würde hier gerne die Gegner alle noch mitnehmen.
Vielleicht kommen wir nach Level 5, das wäre ziemlich cool. Level 5 haben wir, glaube ich, im gesamten Let's Play noch nicht. Dass die halt auch vergiften, ne, die ganze Zeit. Wo habe ich mich jetzt hingestellt? Ich weiß es nicht. So, komm mit. Klatsch. Ja, hier steigt man echt langsam Level. Ist da was drinne? Nee. Okay, wo müssen wir eigentlich hin? Ja, guck mal, sieht sehr merkwürdig aus, ne? Wir sind auch sehr tief runter. Ich glaube, wir sind an den Wurzeln vom Mana-Baum, oder? Also nahe den Wurzeln. Guck mal an, das sieht voll merkwürdig aus. Ich verstehe aber auch gerade nicht, wohin ich soll, um ehrlich zu sein. Erstmal alles niederkloppen. Ja. Da oben ist ein Portal. Wie kommen wir da hin? Also so ein Tor. Generator, meine ich. Was mit den Dingern auf sich hat, weiß ich halt immer noch nicht, ne? Das ist so fürchterlich. Aber die brennen halt immer wieder aufs Neue. Das sieht auch ziemlich krass aus hier. Wow. Da geht's hoch. Da waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Boah, diese Riesentreppen hier. Wir tun essen ja auch hier ein bisschen. Na komm. Dass er jede einzelne Stufe, Stufe einzeln nehmen muss, das ist so fürchterlich. An euch kann ich hier nicht leveln. Geht mal weg. Wow, bitte nicht daneben springen. Okay, wir sind auf jeden Fall ein bisschen höher jetzt. Es sieht wirklich so aus, als wenn wir hier eigentlich komplett an der Wand entlang laufen oder so. Vielleicht müssen wir den ganzen Raum hier drehen, das wäre ziemlich lustig. Für vielleicht ein Beispiel, das ist schon ziemlich krass, oder? Na komm, danke. Und ich will bloß alles bloß nicht runterfallen, ne? Das ist auch das Ding. Muss ich da rüber? Oh, please, nicht runterfallen. Oh. Bitte keine Jump-Run-Einlagen. Und da ist ein Pfeil, okay. Aber hier. Das ist krass eigentlich. Warte mal, warte mal, warte mal. Na gut, von hier aus schaffe ich es auch niemals darüber. Da unten, ja, aber da hatte ich da, oder? Ich muss aber probieren. Ja, so halt nicht, ne? Das geht halt so nicht. Gut, auf ein neues. Wir wissen jetzt auch wieder, wo wir hin müssen. Die Sache ist halt und die. Boah! Geh doch jemand auf den Keks. Ihr halt mir eindeutig so viel aus. Bin ich ehrlich. Gut. Gut, gut. Mann, Mann, Mann. Hier kann ich nicht hoch, ne? Ich würde halt gerne die einzelnen Sprünge vermeiden. Und dann werden wir doch gezwungen, da oben so komisch zu springen. Boah. Ja. Ja. Danke. Weg mit euch. Ja, wo kommt ihr denn her? Sehr gut. Ey, ey, ey. Geh sterben. Okay, das war's. Hä? Oder können wir hier rauf? Nein, 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 nein! Oh Gott, please, erlöse mich, Alter! Naja, immerhin können wir ein bisschen leveln. Ich will nicht mehr!
Komm, geh. Ja. Sehr gut. Bonbon. Irgendwo ist noch ein Ritter. Da. Gut. Hau ab, du. Hab zu tun. Oh, ihr seid mir auch immer zu viele hier, ne? Und dann kriege ich von euch auch gefühlt nur Geld. Kriegt mir halt nichts ohne Geschäfte. Und... Na komm jetzt. Danke. Mensch, Mensch, Mensch. So, und... Kamera spackt rum. Auf ein neues. Da. Ich würde gerne abkürzen, ne, die ganze Zeit, aber man kann hier nichts abkürzen. Das ist so fürchterlich. Gut. Nicht runterfallen. Ich glaube, das ist hier der richtige Weg. Ja, ich glaube, hier ist der richtige Weg. Ohne runterzufallen, bitte, diesmal. Ich werde ihm sehr verbunden. So, gerne weg mit dir, Generator. Hä. Ja, guck mal da. Da ist... Oder? Nur kurz aufpassen, dass wir nicht runterfallen. In ein enges Loch springen, das zufällig auftaucht. Sag jetzt nicht, wir brauchen einen Schlüssel oder so. Bitte sag mir nicht, ich brauche einen Schlüssel. Bitte keinen Schlüssel. Ich brauche einen Schlüssel. Ja. Da drin ist kein Schlüssel. Da auch nicht. Hast du vielleicht einen Schlüssel? Du bist hier so versteckt in der Ecke. Du hast einen Schlüssel. Oh mein Gott, bist du der Typ. Du bist der beste Typ, den ich je begegnet bin. Er hatte den Schlüssel. Okay. Wir haben diesen Raum hinter uns. Boah, der war ja eklig. Jetzt geht's eigentlich nur noch geradeaus. Können wir ja nicht viel falsch machen, zum Glück. Geh weg. Oh, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, das letzte Mal war in der Wüstenstadt, ne? Oder? Das war es das letzte Mal. So, ich will hier keinen Gegner mitnehmen. Hier kommen Felsen, die sind mir, das ist mir zu. Wow. Ja, mir geht's gut. Mit euch kann ich hier nicht leveln, das ist halt das Problem. Da kommt auch schon wieder der Felsen. Ausweichen kann ich die Felsen nicht, oder? Ich wurde zumindest nicht getroffen. Praktisch. Sehr komischer Gang hier, ne? Aber krass, Alter, für ein PlayStation 2 Spiel ist das schon... Guckt das euch mal an, das ist eigentlich schon ziemlich geil, oder? Ja, mir geht's gut. Oder? Was sagt ihr? Ich meine, gut, ist kein Vergleich zu Kingdom Hearts, ne? Kingdom Hearts hat Disney-Welten, verbindet man vielleicht mehr, aber so für ein eigenständiges Spiel, jetzt ohne Vorlage, ne? Ist das schon... Für ein PlayStation 2 Feld ist es schon ziemlich geil. Gibt nicht viele PlayStation 2 Spiele, die so groß sind. Finde ich jetzt. Wir können mir gerne vom Gegenteil überzeugen. Ja klar, Kingdom Hearts 2, ne? Kingdom Hearts 2 ist mega, wirklich mega. Ist glaube ich sogar mein Lieblings-PlayStation 2 Spiel. Neben Final Fantasy 10. Irgendwie spinnt die Kamera hier auch ein bisschen rum. Kann das sein? Kann das nicht sein? Wir haben es auch bald geschafft. Ist nicht mehr weit. Ist nicht mehr weit. Nur ein bisschen Gegner machen, mal mitnehmen. Vielleicht leveln wir noch ein bisschen auf. Ich werde ihn sehr verbunden. Wow, das hat ja gerade so nicht gereicht. Ja, hier kriegen wir noch ein bisschen was. Okay. Boah. Ja, mir geht's gut. Danke. Diese Vergiftung, die geht mir so auf den Sack. Macht quasi keinen Schaden, die Vergiftung. Aber sie ist da und das nervt mich. So.
Gut, man kriegt noch was bisschen aus den Gegnern raus, auch wenn es nicht viel ist. Maximal ATK plus 1, ne? Ab und an mal. So, hoffentlich warst du der Letzte hier. Hier hinten ist noch Magier. Oh, da kommt natürlich gleich ein Haufen Batzen neuer Gegner hier. Meine Güte. Lass mich doch einfach spielen. Ich muss die Magie loswerden. Sehr gut. Ah, hier ist nochmal ein HP 1. Gut. Ja, man könnte noch ein bisschen leveln, ne? Könnte man ein bisschen leveln. Vielleicht kriegen wir hier noch was Gutes. Vielleicht kriegen wir noch Level ab zusammen. Ich würde mich sehr freuen. So Level 5, das wäre schon geil, oder? Sehr gut. Oh, da sehe ich schon Portal wieder. Weg mit dir. Weg mit dir. Ja. Sehr gut. Komm, Generator ist weg. Was machst du da? Hier kriegen wir noch ein bisschen was zusammen hier gerade. Gucken wir mal. Ah. Ein Bombo, super. Na komm. Und zack. Ja, ein bisschen auf Bonbons kriegen wir halt auch nichts, ne? Von diesen Viechern. Na komm mit. Klatsch. Gut, gut. Ja. Ey, komm, jetzt mach doch auf den Gegner da. Was ist los mit euch? Okay, hier kriegen wir was raus. Bei dem nicht mehr, nee. Schade, schade, schade. Müssen wir jetzt eigentlich nach oben oder wo müssen wir eigentlich hin? Das ist natürlich. Ich versteh's auch nicht. Okay, hier können wir auf jeden Fall hoch. Das habe ich eben nicht gesehen. Und natürlich wieder geilsten Stufen der Welt. Boah, sind die Stufen geil. Hallo, du kleiner Spellbinder. Ah. Oh, plus 3 sogar. Ah, sehr gut. Dafür, dass man den aber auch nirgendwo andotzen kann. Ist ja wohl das Mindeste. Hi. Oh Gott, spring doch so nicht so. Und Batz! Ja, gut. 20 Lucre. Das hilft mir nicht viel. Ich springe auch lieber in Zickzack, weil ich dann besser raufspringe, ohne irgendwo gegen zu dotzen. Ja, zur Seite, ich sehe nichts. Hallo? Hm, muss ich da rauf? Maximal verwirrt von diesen Aufbauten hier. Guck mal, ist das Portal hier kaputt. Sehr gut. Okay, ah, ja, da müssen wir hin. Bitte kein Schlüssel. Bitte hab du den Schlüssel. Bloß von dieser Seite schlagen. So, komm. Und er hat den Schlüssel. Sehr gut. Bloß nicht runterschleudern, die Gegner. Das wäre ja ein Kraus. Das wäre Kraus. Grausam. Das ist auch grausam. So ein langer Schlauchgang hier.
Aber ich denke mal, nach danach haben wir es geschafft, oder? Ich weiß es nicht. Ah, die Kugel kommt. Hat uns eh nicht getroffen. Euch ignoriere ich mal. Oh Gott, geht mir da nicht auf den Sack. Vielleicht kriege ich noch ein Level ab. Das wäre ziemlich gut. Durch Zufall. Ja, ich glaube aber nicht. So. Bitte nicht noch so ein Riesenraum. Was ist denn hier los mit dem Spiel, Alter? Die Riesenräume sind auch einmal, nur einmal interessant. Das Problem ist, ich muss die Gegner mitnehmen, weil nachher fehlt uns noch ein Schlüssel. Und ich weiß ja nicht, wo ich die Bürger bekomme. Und dann suche ich nach einem einzelnen Gegner. Muss nicht sein, ne? Irgendwas auch wieder so ein Auge, wie ich höre. Oder? Was habe ich da gerade abgeschossen? Ich weiß es nicht. Okay. Ja, du nervst. Geh sterben. Ah, sehr gut. Oh, hier kriegen wir so noch was. MP plus 1, ja. Das hat's gebraucht. Boah. Ist das euer Ernst? Oh. Naja, ich hoffe mal, dass es immer nur ein Magier ist, ne? Ein Magier, der uns am Ende fehlt. Oder der den Schlüssel hat, weil ich habe keinen Bock mehr, Alter. Das ist ja fürchterlich. Ist mir eindeutig zu lang. Dreimal so eine Riesenräume. Oh, muss das sein. Das muss nicht sein. Das Bild gab es so kein Fan von. Okay, dann müssen wir hier wahrscheinlich runter. Den Generator will ich aber zerstören. Der nervt mich. Alter, ja. Ich denke mal, ich muss hier runter, ne? Oh, bitte nicht runterfallen. Ja, okay, da müssen wir rein. Da muss irgendjemand hier in der Nähe auch einen Schlüssel haben. Geh stark davon aus. Du nicht. Du eventuell. Nee, er auch nicht. Das Problem ist ja, wir dürfen die Gegner nicht runterschmeißen, ne? Er hat auch keinen Schlüssel. Irgendwo ist noch ein Magier. Da hinten. Das muss er sein. Jetzt nicht runterfallen hier. Oh, bitte nicht an der Wand abstoßen. Komisch, dass der anvisiert wird, ne? Und er legt an die Schlüssel. Sehr gut. Also, wie gedacht, müssen wir nicht den ganzen Raum clearen. Oh, bitte, bitte. Oh. Komm, weg hier. Mann, Mann, Mann. Oh, es geht runter. Es geht sehr tief runter. Wir waren noch nicht tief genug schon, ne? Keldrick, 18 years ago, the great tree called you to this land. Ah, vielen Dank auch. Leute. You are a knight, chosen by the tree itself. Ich würde sagen, hier machen wir im nächsten Part weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und Kommentar da und abonniert, um nichts zu verpassen. Auf Wiedersehen.